Am 21. April machte sich Michael Neher, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse der Mansfeld-Südharz, auf den Weg in die Förderschule Waldschule in Hettstedt. Der Grund war ein sehr erfreulicher, hatte doch die Einrichtung im bundesweiten Sportabzeichenwettbewerb 2020 den dritten Platz belegt. Die entsprechende Ehrenurkunde und einen Scheck über 1000 Euro wollte er an Schulleiterin Iris Gärtner übergeben. Und genau das tat er dann auch und erläuterte noch Näheres zu dem besagten Wettbewerb. Ja, sehr geehrte Frau Gärtner, liebe Schüler, ich glaube, bekannt ist, dass die Sparkassenorganisation als Olympiapartner den Spitzensport fördert. Weniger bekannt dürfte sein, dass die Sparkassen auch den Breitensport fördern, ganz besonders das Sportabzeichen. Und wir haben heute ja, im wahrsten Sinne des Wortes einen besonderen Tag, einen besonderen Anlass, weil Ihre Schule, Ihre Schüler, ich glaube 78 haben Sie mir eben verraten, alle das deutsche Sportabzeichen gemacht haben und vor allen Dingen im bundesweiten Wettbewerb des DSGV zusammen mit dem Deutschen Sportbund den dritten Platz belegt haben. An der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, Sport fördern ist auch Standort lebenswert machen, weil es ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, das steht außer Debatte und vor allen Dingen auch, man tut was für die Gesundheit. Und an der Stelle darf ich Ihnen jetzt die Urkunde überreichen, unterschrieben vom Präsidenten des Deutschen Sportbundes, Herrn Weigert, und dem Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Herrn Schleweis. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, und die Kinder kriegen von mir den Scheck, weil ein bisschen Geld ist auch damit verbunden, nämlich 1000 Euro für Sportgeräte. Und wir haben es gesehen, neue Schaukel haben wir auch, ja, durch sturmbedingt und schadensbedingt. Insofern denke ich mal, kommt das auch ganz gelegen. Das gebe ich euch beiden mal. Ja? Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir dürfen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Anlass für uns und wir freuen uns da auch sehr, denn unsere Schule hat als Waldschule ein bisschen durch Sturmschäden gelitten und wir haben im Februarsturm eine Doppelschaukel von unseren Kindern hier verloren und freuen uns natürlich, dass unser Träger der Einrichtung, aber auch mit diesem Sportgeld, was wir immer über Sportabzeichen uns verdienen, uns eine neue Doppel- oder eine Nestschaukel leisten konnten. Ja? Und sie wird ganz intensiv genutzt für unsere Schüler und von unseren Schülern, denn das Bewegungsangebot ist dadurch wieder erweitert, denn der Bewegungsdrang ist unwahrscheinlich groß. Auch von uns herzlichen Glückwunsch an die Waldschule, die auf diese Art die Sturmschäden des Februars beseitigen konnte.